ihr zusammen. Was wir heute lernen, ist das Schriftzeichen Bei. Bei bedeutet Norden. Und in Altchinesisch Bei symbolisiert zwei Personen, die mit einem Hücken gegenübereinander stehen. Und heißt auch Hückseite. Und jetzt Bei heißt Norden, nördliche Seite und Himmelsrichtung. Und die Aussprache ist Bei, Bei, Bei. Und heute ist das fünfte Video, was ich mit euch zusammen, für euch zusammen gemacht habe. Und deswegen, fünfte Video ist besonders. Heute lernen wir zweite Schriftzeichen noch dazu. Was sehen wir hier? Das ist Schriftzeichen für Hauptstadt, große Stadt, Jing. Und ich habe diese Schriftzeichen für euch ein bisschen auseinandergenommen. Erster Teil ist Zeichen Symbol, ein Symbol für Decke. Und zweiter Teil haben wir im letzten Video auch schon gelernt, das ist Zeichen für der Mond, heißt auch Gang, Zugang, Tor. Und letztes Zeichen, das ist Symbol für klein, auch Schriftzeichen für klein. Xiao, klein. Und wir sehen, das ist ein bisschen wie eine, mit einem Messer, dass man durch eine Mühle schneidet. Und das ist dann Zeichen für klein. Und zusammen symbolisiert das, wenn ein kleiner Mensch, der vor dem großen Tor in einer großen Stadt steht, wie klein er sich dann im Verhältnis zu der Stadt aussieht. Und wir kennen das auch. Manchmal, wenn wir in eine große Stadt ankommen, fühlen wir uns wirklich sehr klein. Und das ist Zeichen für Jing. Und Jing heißt große Stadt, Hauptstadt. Und zwei Zeichen lernen wir zusammen. Beijing. Beijing heißt Peking. Das kennt ihr bestimmt schon, bevor wir zusammen lernen. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Beijing heißt die Hauptstadt im Norden und das ist die Hauptstadt in Peking. Und dann kannst du auch mit dem Schriftzeichen durch die Bilder auch sehr gut merken. In großen Stadt natürlich verliert man oft den Weg und deswegen verläuft man sich und deswegen beide zeigen die menschliche Richtung. Und Jing heißt Hauptstadt, große Stadt. Und die Aussprache ist Beijing, Beijing, Beijing. Und in diesem Video lernen wir ein bisschen lange. Und das ist, beide Schriftzeichen kommen in der HSK-Prüfung 1 vor. Und das heißt, ja, wichtig lernen. Und wenn abhängig schließlich, ob du Prüfung machst oder nicht Prüfung machst, lernen ist sowieso wichtig. Mit der Aussprache und Schriftzeichen zusammen. Wir haben darüber gesprochen, Yin und Yang zusammen, das ist eine Einheit. Und Kalligrafie und Bilder zusammen, das ist eine Einheit. Und schließlich, Peking, diese Stadt, existierte schon 1045 vor Christus. In der Zeit hatte die Pekinger als Stadt schon Spur in der chinesischen Geschichte hinterlassen. Das heißt, dort gibt es sehr viel zu entdecken und das ist schon über 3000 Jahre alt. Und wenn du in Peking bist, dann geh in die Stadt und auch wenn du dich verläufst, wenn du nicht weißt, wo ist Norden, wo ist Süden, ist es auch nicht schlimm. Das passiert in großer Stadt. Und viel Spaß, diese Schriftzeichen zu lernen und viel Spaß, in Peking zu sein, in China zu sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ihr mich so lange zugehört habt. Und 再见, bis zum nächsten Mal.